5. Dann habe ich wieder 1 aus der Rüstung. Dann 19, das sind 13 Schaden, die ich 4-mal bekomme. Zerspringt sein Körper, noch bevor er sich wieder gelöst hat. Und Schleim fetzt in Richtung der Rohre. Es gibt nicht nur ein Kreischen von ihm, sondern ein weiteres Kreischen aus dem größeren Raum. Und dann könnt ihr kratzende Geräusche über euch hören. Als ob irgendjemand das in den Rohren steckt. Wir sind in den Rohren. Ruhe, ich glaube, wir haben einen Besuch. Brüder, macht euch bereit für den Kampf. Wir wissen, dass wir hier sind. Sehe ich hier irgendwo eine Öffnung der Rohre? Jein, die Öffnungen der Rohre sind noch nicht gegeben. Noch sind die Rohre allesamt geschlossen. Ihr dürft aber mal verboten, das ist ein Xenos-Würfel. Dann weißt du, dass der Symbiont eine Schwarmkreatur ist, beziehungsweise der Schwarmfokus. Du bist dir nicht ganz sicher, wie viele Symbionten hier noch in den Rohren rumsitzen könnten, beziehungsweise in Rufreichweite. Aber wenn ihr den Symbiarchen vernichten solltet, dann würde das euch aufgrund des psionischen Schreis einen gewaltigen Vorteil verschaffen. Ansonsten seid ihr in einem gewaltigen Nachteil. Wer jetzt sterben muss, ist der Symbiarch. Brüder, jagt das Größte von ihnen. Es führt die anderen an. Sie werden verwirrt sein, wenn es stirbt. Und mit diesen Worten fange ich an, in diese Richtung zu marschieren. Ich wollte genau das sagen. Man sollte in diese Richtung gehen. Bruder, stößen wir vor. Bruder Wilhelm, wir müssen die Formation aufbehalten. Ist das hier ein Ei? Kann man da rüber marschieren, oder? Okay. Wie weit kommen wir? Ja, ich ziehe mich langsam zurück. Und deck nach hinten. Also ich gehe mal davon aus, dass die grob, weiß ich nicht, 6 Meter oder so sind? Jo. Gib ich auch, also die sind nicht klein. Also die Krieger sind, glaube ich, knappe 3 bis 4 Meter. Und die sind die Arschen, glaube ich, noch ein bisschen größer. Kurz zur Klarifizierung an die anderen. Sind wir jetzt da einfach wild hinmarschiert oder haben wir schon unsere Formation wieder eingenommen? Ich denke schon, dass wir in Formation bleiben, weil sonst macht irgendwie gar keinen Sinn, oder? Ja, okay. Ich glaube, komm, dass wir Worgen nach vorne schicken. Dann positionieren wir uns mal hier hin, dann haben wir den Symbiar, können wir den Symbiar nämlich auch sehen. Gehen wir davon aus, der ist hier, oder? Ich mal an die Spitze. So war er da. Dahin. Positionieren, Bruder Octavius bleibt auf, auf alle Fälle weiter hinten und kann mit weiteren Beuterschüssen die weiteren Symbionten aus den Rohren vertreiben, auf sie schießen, sie zurückhalten und dann steht ihr in dem Raum und betrachtet das Monstrum, was der Ursprung all der Pein und all der Schmerzen ist. Wir beginnen mit der Elf, Gabriel. Was? Tatsächlich? Okay. Da ist der Token. Ja, auf jeden Fall will ich automatisch feuern auf den Symbiarchen. Das sind 60 Schritt. Das sollte funktionieren, wenn ich nicht gerade eine 73 werfe. Ja, dann habe ich das wieder mit einem Punkt geschafft. Denn ich habe eine 54 plus 20 sind 74. Und damit habe ich einen Schuss getroffen. Möchte er ausweichen? Gib mir mal bitte erstmal einen. Er ist furchterregend, ne? Richtig. Also, nee, stimmt gar nicht. Eine WK auch mal bitte. Eine Willenskraft? Ich bin fearless, was auch immer das genau bringt. Habe ich nicht sogar irgendwie, dass wir dann Bonus auf Furcht haben plus irgendwas? Ja, das ist bei mir mit der 78 tatsächlich nicht geschafft. Bei mir auch nicht. Gut, dann bekommst du in dieser Begegnung plus 10. Damit ist mein Schuss von eben auch nicht gelungen. Nach Gabriel Morgan. Jo. Ich lege an und würde gerne Barrage von Semi-Auto-Feuer auf den Symbiarchen schießen. Jo, treffen alle Schüsse. Alle drei. Gut, drei Stück. Dann gib mir mal bitte deinen Schaden und den Durchschlag. Er hat eine Rüstung von 8. Und ein Widerstand von 12. Ja, ich würde sagen mit einer 15 und einem DS von 7. 3 mal 15. Dein DS ist 7, dann bestimmt ist die ersten 8, dann habe ich 1. Und 12er Rüstung sind 13, die ich abziehe. Du hast eine 15, ja? Ja. Dann machst du 2 Schaden.
Okay. Nach Worgen ist Tordal. Bei Tordal hört man nur noch den Schrei Pyrus und den Allvater. Und in dem Moment hört man nur noch das Zünden des... Die Halle ist schon so hoch, dass er da stehen kann. Also kann ich auch wirklich mein Jetpack aktivieren. Ja, auf alle Fälle. Also da ist... Und ich stürme dann mit meinem Sprung dann dahin. Ich gucke mal. Mit 8 schaffe ich das sogar. Dann mache ich meinen Angriff. Mit 49 treffe ich den dann auch. So. Und kommt dann halt da dran. Okay, er kann auf alle Fälle parieren und du kannst versuchen, Schaden zu machen. Dann wäre das eine 10. Das wäre schon mal ein Grundschaden von 30. Durchschlag 4. Ja. Nochmal eine 10. Wow, er explodiert weiter. So, dann wären das 52 Schaden, Durchschlag 4. 52? Uff. Ne, 42, Entschuldigung, ich habe eine 50 gerechnet. Trotzdem. Ich habe erstmal eine Rüstung von 8 und 12. Was ist denn jetzt? Der ist 4. Oh, 4, alles klar, dann habe ich. Ich habe nur ein Kippenschwert. 42 und Durchschlag 4. 42 und wir ziehen 16 ab. Das sind 26 Schaden, die du machst. Du sägst einige von deinen Ketten in deinem Kettenschwert reißen ab, als du dich mit den Klauen verhakst, fährst durch das Bein des Symbiarchen und Blut und Sekret fließt aus dem Vieh heraus. Genau, beim blitzschnellen Angriff habe ich ja nur, wenn ich voll Angriff habe. Okay, dann ist der nächste dran. Dann ist der Symbiarch dran, weil ich habe die höchste Gewandtheit. Dann würde ich tatsächlich auch zweimal auf dich einhacken. Mit meinen Zangenkrallen. Zweimal. Wow. 1 und 2. Gut. Einen. Wow. Das ist Aua. Das ist Aua. Ich würde tatsächlich einen versuchen zu parieren. Ich kann ja maximum einen parieren. Mit 75 würde ich das nicht. Dann würde ich nochmal einen Schicksalspunkt einsetzen. Mit 50 würde ich das machen und würde dann nach dem Gegenschlag ansetzen. Aber du darfst erst. Vorher will ich dir meinen Schaden beibringen von den sagenhaften, auch wie die anderen. 2W6 plus 12 sind 25 DS5. Die Klauen eines Symbiarchen sind rasiermesserscharf. Ein gut platzierter Schlag kann selbst die stärkste Panzerung durchdringen. Wenn der Trefferwurf mit einer Waffe 2 Erfolgsgrade und mehr erzielt, wird der Durchschlag verdoppelt. So, Durchschlag 10. Durchschlag 10, damit hättest du meinen Kopf durchschlagen. Das war auf einen. Auf die 2. Ne, die 2. Nein, die 2 wird umgedreht. Das ist ein 20. Und dann ist das der rechte Arm. Aber das wäre egal gewesen. So, dann habe ich. Oh, stehe aber noch. Wie viel Schaden habe ich dir jetzt gemacht? Also deine Rüstung wird komplett negiert und dein Widerstand ist 10? Ne, 8. Das sind 8. 17 Schaden. 18? 17. 17 Schaden, ne? Jo. Wie viele Lebenspunkte hast du noch? 17, ich habe noch 5. 5 Stück, ah, dann geht er noch. Da habe ich aber, glaube ich, beide geschafft, dann kannst du jetzt zum Gegenschlag ausholen. Genau, aber das, du hast jetzt aber nur einen Schaden durchgeschickt, ne? Genau, ich dachte, du hättest den anderen pariert, oder nicht? Genau, den habe ich pariert und den sende ich jetzt als Gegenschlag zurück. Und mit 27 würde der nochmal retten. Und da du ja schon einmal ausgewichen bist, kannst du das auch nicht mehr. Korrekt. Kann der sich gut dagegen wehren? Nee. Außer der hat das Talent Gegenangriff. Nö, hat er nicht. So, nun sind das 15. Das war meine 10. Oh Gott. Schon wieder der Zorn des Imperators. Der Imperator will es. Aber sieht, das ist nur eine 2. Damit ist dann der A 2 und 10. 12, 15, plus, genau, 15, 27 Durchschlag 4. 27, 16 ja. Ziehe ich ab, dann bleiben, oder? Ja, jetzt ist die Frage, zählt da der Schnellangriff auch nochmal bei Olaf? Bin mir tatsächlich gerade nicht sicher. Beim Gegenangriff? Ja. Nee, dann ist das tatsächlich erstmal vorbei. Gut, dann habe ich noch 37. Oh, verdammt, ich schmelze. Ja, also von der taktischen Formation muss ich eigentlich den Rücken beschützen.
Ja, du kannst auch erkennen, wie weitere Symbionten auf euch zukommen, und zwar zwei Stück zur Zeit. Und hinten? Moment. Inferno. 30 Schritt, zwei Stück. Ja, dann mache ich vollautomatisch auf einen von denen. 97, nichts getroffen. Und das gibt einen Chip. Schade. Zielt, zerschießt die Rohre. Oh nee. Was passiert mit deiner Waffe? Patzer? Ja, Patzer heißt, ich kann eine Runde nicht schießen. Ne? Eine ganze Runde nachladen. Ja. Ja, die Symbioten kommen, wie gesagt, auf euch zu. 26 Schritt. Ja, sichtbar sind sie für euch. Und in eurem Rücken habt ihr jetzt auf alle Fälle ein Problem. Auch wenn das vorne gut läuft. Nach Octavius ist Wilhelm. Ja, ich schieße auf das große Ding. Vollautomatisch rein. Na, das weg. Hast du das Talent Zielauswahl? Sonst triffst du deinen Bruder. Der kriegt aber wahrscheinlich den Bonus wegen groß, ne? Weil das Ding ist ja größer als wir. Das Ding ist groß, ja. Ja, dann kriegst du nochmal plus 20. Also ich habe geguckt und angeblich wäre der nur 3,20 Meter groß und wir sind so 2,50, 2,60. Aha, okay, gut. Dann der Symbiarch ist auf alle Fälle uralt. Der ist halt so auch schon auch, was heißt ausgewachsen, aber der ist schon ziemlich groß. Okay, dann treffe ich. Und Anführer des Paranines, falls auch Avalos. Ja, dann ist es wahrscheinlich sogar nur ein plus 10 von der Größe. Dann treffe ich dich. Ja, so einfach geht's auch. Dann schießt du und in der. Dadurch, dass du einfach nicht den Space Wolf vor dir treffen möchtest und der Kampf eben hin und her zuckt, die tauchen und hin und her springen, verschießt du dann eben doch. Jetzt sind wir, glaube ich, durch. Nächste Kampfrunde. Wir beginnen mit Worgen. Yay. Die Sache ist, ich bemerke die Symbionten hinter mir, ne? Ich denke, das könnt ihr alle. Also Octavius kann das auch so kommunizieren, immerhin ist er taktischer, also kein taktischer Marine, aber er ist halt derjenige, der mit Taktik am meisten umzugehen weiß. Ja, ich mach freie Handlung. Gegner von hinten. Ladehemmung. Dann würde ich mich einmal umdrehen und auf einen der Symbionten schießen. Semi-Auto. Semi-Auto. Das sieht getroffen aus. Ja, trifft auch. Zwei Stück. Ja, du bist nur ein einfacher Mensch mit dem Lasergewehr, die weichen nicht aus. Die brauchen das noch für Octavius. Die haben aber nicht so viel Rüstung. Die haben nur 6 plus 6. DSC. Genau, dann haben sie nur die 6. Dann machst du 12 Schaden. Minus 6. Und 6. Auf die 20. Dann gehen die noch 14 Lebenspunkte. Zumindest der erste. Dann bist du fertig. Ah ne, gar nicht. Du hast ja mehrmals geschossen, ne? 4 Stück? Oder wie viel hast du getroffen? Ne, 2 Stück habe ich getroffen. Und beide habe ich gewürfelt. Nochmal 6, dann haben sie noch 8 Lebenspunkte. Du bist noch gebrochen hast. Entschuldigung. Gabriel. Ja, ich will unseren Wolf ungern vorne allein lassen, vor allem ihm den ganzen Ruhm einheizen lassen, aber ich habe das Gefühl, dass unser Octavius sonst in Bedrängnis kommt. Drehe ich mich und schieße einmal vollautomatisch auf den rechten Symbiont. Auf den rechten, den schon angeschlagenen? Ja, macht das Sinn? Eigentlich nicht. Ich schieße auf den nicht angeschlagenen. Denn ich habe das Gefühl, ich werde mit der Höllenfeuermunition Leute gar nicht treffen. 88. Du zielst und schießt und triffst ein weiteres Rohr, aus dem weitere Suppe rausgespült kommt. Prometheum, Schleim, Sekret. Gut. Dann ist nach Gabriel Tordal. Ja, ne? Ich bin ja da vorne eh beschäftigt. Ja, mach den mal und weg. Ich habe jetzt meine 3 Angriffe. Also sonst haben wir nämlich ein Problem. Jetzt, ich weiß, also ich muss jetzt relativ schnell zugeschissen machen, da habe ich auch ein Problem. So, deswegen fange ich mal mit dem Captain-Schwert als erstes an. Mit 23 treffe ich. Die Schwarmflotte Dagon passt auf den Symbiarchen auf. 1W100. 97. Oh Gott. Ja, dann habe ich 2D10. Eine 10! Oh, ist das denn ernst? Junge. So, dann kann man nochmal ein DC hinterher würfeln und nochmal. So, dann haben wir 10, 25, 27 Durchschlag
4. Dann ziehen wir 16 ab, sind wieder 11 Stück. Dann habe ich aus den 37 sind 26. So, Angriff mit der Kettenaxt. Du hast aber auch einen Socken, ne? Treffer wieder. Dann sind das weniger, sind das 27 Schlag 4. Dann ziehen wir wieder 16 ab. Wie viel hast du Schaden gemacht? 27 Schlag 4. 27. 11. Dann hat er noch 15. Und jetzt kommt dir das letzte Mal das Kettenschwert. Und ich verwende dafür meine Talent, die dreifache Stärke. Zum Umbringen, weißt du das? Okay, ich verwende das Talent, die dreifache Stärke von meinem von den Space Marines. Das hättest du gleich am Anfang machen können. Das hätte für alle. Ach, das für alle gezählt, das gilt nur für eine Attacke. Deswegen. Nee, es gilt für eine Kampfrunde oder zwei. Schlauer. Gewaltige Stärke. Übernatürliche Stärke mal 3. Also dein Schadensbonus, der da. Ja, mal 3, ja. Das hab ich tatsächlich gedacht, das zählt tatsächlich nur einmal für eine Aktion, aber. Dauerrang mal Kampfrunden. Genau, und das wäre 1. Also da hätte ich tatsächlich überall nochmal mehr Schaden drin. Ja, machen wir beim nächsten Mal. Ich brauch's die Minute. Mach deinen Schaden, komm. So. Mit 36 treffe ich nochmal. Getroffen, ja, er hat keine Reaktion. So, dann wären das 12 weniger 22 in Durchschlag 4. 22, wir ziehen 16 ab, sind 6 Schaden, dann hat er noch 9 Lebenspunkte. Er lebt genau. Noch. Jetzt bist du tot. Ja, wahrscheinlich hätte ich mit meiner Dreifachstärke von Anfang an deckend. So, ich fange jetzt erst einmal mit einem W100 an. Mhm. 10 getroffen. Ja, dann versuche ich mal zu parieren. Ne? So, das ist dann mit 8, aber sowas von. Gegenangriff. Ja, den Gegenangriff geht in die andere Richtung. Oh Gott. SL hat so keinen Bock mehr. Ja, treffe. Schaden. Mit dem Kettenschwert. Weil damit kann ich nur parieren. Das wären damit dann. Sekunde, das sind 11 Schaden weniger. 24 Durchschlag 4. 24 minus 6. 8 Schaden. 8 Schaden, also mein Lebenspunkt! Du sägst und sägst. Mittlerweile hat er auch nur noch einen Arm von seinen 4 ehemaligen. Beine sind auch am Boden. Du siehst, wie irgendwie stinkendes Sekret aus ihm rauskommt. Dein Helm hindurch. Merkst du einen bitteren Geschmack auf deinem Mund, weil deine Rüstung schon das ein oder andere Mal durchschlagen ist und diese ekelhaften Pollen in der Luft sich dann auch auf deiner Wunde niederlassen. Du merkst, wie dein Blut rauscht. Letzten Schlag, kann da parieren, kontern und dann trifft er ein weiteres Mal. 22 DS5. Damit. Er trifft mit einer 36, damit ist der Durchschlag verdoppelt. DS10. 22 DS10. Gut, dann ist die Rüstung weg. Ich habe 8 Schaden, sind 8. 22 sind dann 16. Ich verwende noch einen Schicksalspunkt, um dann nochmal einen DC Lebenspunkt zu verwenden. Dann stehe ich, glaube ich, schon mit einem Lebenspunkt. Ja, den Schicksalspunkt kannst du aber nur danach einsetzen. Nicht im Kampf, sondern dann danach oder davor. Ah, okay, gut. Dann, vor allem hilft er nicht gegen kritischen Schaden. Gut, dann müssen wir mal nochmal ausrechnen. Also deine Rüstung ist negiert bei DS10, du hast einen Widerstand von 8. Genau, sind das 14. 18, 14 Schadenspunkte. Dann bist du wie viel im Negativen? Die Treffer zu 100. 8 im Negativen, bist du dir sicher? Ja, ich hatte eben. Du hattest 5 LEP, das minus 16 sind 11 und jeder Schaden im Negativen wird halbiert. Das heißt, ach ja, stimmt, ja, dann habe ich sogar noch. Habe ich sogar nur 4. Im Negativen. Das ist aber auch nur in Space Marine Zone, ne? Weil ja, genau, deswegen, ja. Ja, das liegt an der Eigenschaft, die wir haben. Minus 4 Lebenspunkte in die Trefferzone. 63 Körper. Körper. Mehrere Rippen brechen. Du bekommst 1-5 Erschöpfungsstufen und bist betäubt. Dementsprechend kannst du die nächste Runde nicht handeln. Mit einem vernehmlichen Knacken bricht nicht nur das Keramit deiner Rüstung, Reinhard-Siegel, die durchschlagen werden. Du merkst eben, wie
der Druck auf der anderen Seite, kommt die letzte der Zangenklauen, durchschlägt deine Rüstung auf der einen Seite, dreht aus der anderen wieder raus und der Wucht reißt dich zur Seite. Du bist gegen einen der Brutbühne geschleudert und musst dich kurz wieder orientieren, schüttelst dich einmal und dann kriegst du am Boden. Dem Symbiarchen Octavius. Achso, Entschuldigung, ich habe noch die 8 mit den weiteren Symbionten. Der eine angeschlagen, mit Octavius, und der andere volle geht auf. Ja, voll ist da auch noch. Oder will er? Dann handle ich die auch mal ab. Doch, der ist voll, ich habe nicht getroffen. Der ist voll, alles klar. 20. Beide treffen. Ich lasse meinen Bolter fallen und pariere mit dem Kettenschwert. Du bist ja beidhändig, du kannst das in einer Hand führen und parieren. Ich muss den sowieso nachladen. Das gibt's doch nicht. Wie kann man denn dreimal irgendwelche 90er würfeln? Schicksalsbuch? Ja, muss ich. Also ich kann ja maximal ausweichen. Ah! Klappt sogar. Okay, das war die erste Reaktion, dann kommt die zweite Reaktion. Beide treffen. Dann könnt ihr an dieser Stelle nichts machen. Und das sind 2x26 DS5. Zumal. Wohin? Der erste ist für dich. Da habe ich, was habe ich denn da gewürfelt? 50 und die andere 52. So, ich kriege also 3 Rüstung daher. Dann habe ich 11 und dann sind es 15. Okay. Ist irgendjemand im Negativen? Kavios, wie viel Leben kommt das an? Ich bin wieder voll und ich habe jetzt nicht mitbekommen, wie viel Schaden ich bekomme. 26 DS5. Okay, und dann habe ich also noch 15 Restrüstung. Das sind dann 11? Nee. 5 also. Und 6 sind 11, doch 11. Gut, dann sind meine Symbionten und der Symbiarch durch. Octavius. Ja, Nahkampf, Kettenschwert. Aber sowas von. Hast du noch eine Parade? Mir ist keine Parade mehr übrig, keine Reaktion. Angeschlagen, der hatte noch 6 Lebenspunkte. Okay, das ist egal. Ja, vor allen Dingen, weil das explodiert und ich noch DS4 habe. Du hast eine 10 gewürfelt, genau. Ja, reicht. Dann ist er tot. Und einen haben wir noch. Könntest sogar noch eine Feueraktion. Ne, reicht nicht ganz. Du müsstest dich in den Rücken von den Symbioten stellen. Und laufen. Ich mach nichts mehr. Ich schüttel mein Kettenschwert und brülle. Gut. Wille. Schieße auf das fette Vieh. Auf das fette? Den Symbioten? Ja. 60? Wieder hoffen? Oder? So, warte mal, ich muss jetzt fragen, kriege ich jetzt denn diese 20 auch oder kriege ich die nicht, weil ich meine Reaktion verbraucht habe? Wilhelm, du bist doch im Nahkampf mit einem Symbionten. Ich weiß nicht, kann ich nicht auf andere Dinge schießen, wenn ich im Nahkampf mit irgendwas bin? Nein. Nee. Nein, kannst du nicht mehr. Sobald du im Nahkampf bist, kannst du nur noch mit Pistolen schießen, alles andere geht nicht mehr. Achso, das wusste ich. Gut zu wissen. Ja, dementsprechend würde ich dann natürlich nicht schießen, weil ich kann ja gar nicht schießen. Aber du kannst aus dem Nahkampf rausgehen, 2-3 Meter und dann ganz normal schießen, aber bekommst dann von diesem Kerl, der mit dir gerade im Nahkampf ist, einen freien Schlag. Ja, komm, den nehme ich. Gut, dann bekommst du einen freien Schlag. Den muss ich trotzdem einmal gucken, ob er trifft. Wir nehmen, Entschuldigung, ich würfel normal, und zwar alles. 38, der trifft. Ja. Mach Damage. 14 DS5. Warte mal, 14 DS5, wo ist das? 24 DS5. Wo ist das hingegangen? Auf die 83, das ist linkes Bein. Warte mal, DS5 ist, dann habe ich noch 3 Rüstung daher, 11. Ja, dann bin ich auch raus. Du bist 14. Wie viel Schaden hast du denn drüber? Warte, 8, 3, 2. Auf dein Bein? Ja. Der Hieb streift das Bein von dir und verlangsamt dich. Du bekommst eine Erschöpfungsstufe und eine halbe Bewegung darfst du nur noch für eine Runde.
Das heißt, dein Bein knackt vernehmlich und du kannst ihn trotzdem lösen. Es geht ja nicht mehr darum, wie weit du dich bewegst, sondern nur, dass du aus dem Nahkampf kommst. Ja. Okay, soll ich nochmal würfeln, um auf den zu schießen? Würfel nochmal. Bumm, hier, friss meine Junge. Und dann brauchst du auch im Prinzip keinen Schaden mehr, weil er nur einen Lebenspunkt hat. Ja, Heavy Bolter vorher, mein Freund. Hat's allein gerissen. War ein Schadenspunkt. Ja, dein Bolter rotzt die Munition raus, die kleinen Raketen, die in die Richtung präzise abgeschossen werden, und der Kopf zerfetzt, das uralte Wesen heult einmal psionisch auf. Ihr könnt es spüren. Wieder einmal brennt es ekelhaft, als würde eine Hexe nur an ihr sterben oder ihre widerliche Magie des Orbs entfesseln. Und während ihr einfach nur euch ohrenbetäubend die Ohren zuhaltet, könnt ihr sehen, wie die anderen Symbionten-Kreaturen so sehr aufheulen, dass sie vor Schmerz sterben oder aber aus den Rohren weiter fliehen und nicht mehr euch behaken, so sie in eure Richtung gekommen sind. Ja, ich eile an unserem Bruder Wilhelm vorbei. Er scheint zwar auch schwer verletzt, aber scheint sich noch auf dem Bein zu halten. An dem Leichnam des uralten Symbiarchen vorbei, Richtung Bruder Tordal. Hol mir mein, nimm meinen Injektor und nehm ihn dann seinen Helm vom Kopf, um ihn das in den Hals reinzudrücken, die Spitze. Ja, das ist ein erster Hilfewurf, ein W100, mit der 69 ist geschafft, da ich recht hohe Boni habe. Und damit bist du auf 1 LEP. Ja, 1 LEP wegen dem Negativ, ja, macht Sinn. Super. Bitte, bitte, so langsam wieder wach und schreit einmal laut auf. Zähne zusammenbeißen. Du hast dich gut geschlagen, Wolf. Ich wollte das Vieh erledigen. Wer hat ihn schon wieder in mir weggenommen? So langsam geht mir das in dieser Gruppe auf den Keks. Hätte Bruder Wilhelm nicht das Vieh getötet, hätte er es dich auseinandergerissen. Ich hätte es selber auseinandergerissen. Bei Russ. Ich hätte es in seine einzelnen Scheiben geschnitten. Jedes einzelne Stück. Mit geschlossenen Augen reißt man gar nichts auseinander. Doch, doch. Ich habe nur so getan, damit es näher rankommt, damit ich ihm die Klinge in den Hals stecken kann. Ja, ich drehe mich um, lass dich da liegen, biete dir keine Hand an und gehe einfach. Wenn ihr den Keller von Solla und Söhne Prometheum Werken durchsucht, könnt ihr neben der Servorüstung, die zerstört und verheert ist, noch einen weiteren Rosarius erkennen, der wohl verschlüsselt und beschrieben ist. Inquisitorin Calistradi hat euch ein letztes Erbe vermacht mit den Informationen, die sie über die Schwarmflotte Dagon und die Genestealers gesammelt hat. Kaputt und erschöpft könnt ihr aus dem Werk heraustreten. Wenn ihr dann nach oben kommt, könnt ihr über euer Voxnetz hören, wie wieder einmal Panik die Stadt ergriffen hat. Denn ihr könnt das bereits erkennen, wenn ihr an dem dunklen Himmel vorbeiguckt, an dem Rauch, könnt ihr erkennen, wie sich mittlerweile über dem regenverhangenen Himmel etwas niedergelassen hat. Eine gewaltige, fleischerfüllte Zecke, die über dem Planeten hockt und ihre Schwarmtentakel nach euch ausstreckt.